Hier. Sadiq. Sei gegrüßt. Schauen wir mal, was du hast. Das kam frisch rein. Sehr nützliches Werkzeug. Danke. Immer von Nutzen. Ich kaufe mal ein paar davon. Weil die brauche ich später. Das sollte reichen. Kann ich sonst noch behilflich sein? Weil ich muss ja alle meine Hilfsmittel komplett verbessern. Ich würde das hier schon gern mal probieren, eigentlich. Erfolgreiche Luftattentate lösen einen Blitzschlag aus, der Umstehende in einem Radius von 15 Metern verwirrt. Ich lasse das mal ausgerüstet, um mir das anzugucken, aber ich werde irgendwann den Kopf wieder ändern. Es klingt so seltsam, wenn er so mechanisch redet. Darf ich hier einfach rein? Fasim, komm her! Hätte ich mir denken können, dass du hier bist. Du kennst mich an. Weißt du irgendetwas über den Schatzmeister? Es ist ein Amtsträger des Kalifats. Schatzmeister? Ich weiß schon etwas, aber du weißt, wie es mich schmerzt, wertvolles Wissen kostenlos abzugeben. Was soll ich für dich erledigen? Du weißt gleich, was ich denke, hm? Du musst wissen, kleiner Fink, die Dairatul Mal ist nicht nur ein wichtiges Ereignis für die Oberschicht von Elkar, sondern auch für Diebe. Hat dir wieder jemand was weggenommen? Ein wertvoller Unterteller. Luca hat ihn. Er war schon immer neidisch auf mich. Was glaubst du, wo er ist? Ich wusste, auf dich ist Verlass, kleiner Fink. Er sollte in einer der Kisten bei seinem Stand sein. Bin gleich zurück. Ein Unterteller? Hey. Wird sicherlich super einfach werden, den zu holen. Nicht? Kampf erlaubt. Warum? Lass mich doch einfach hier rein. Was wird der Stand sein, den Kong meinte? Also dann, ein Teller. Hä? Warte, ich brauche irgendwas Explosives. Ich kann natürlich auch das nehmen, um da hochzugehen. So, und jetzt schmeiße ich das wieder. Bringe ich mich wieder selbst in die Luft. Ja. Hm.
Hat niemand gehört da draußen? Hä, wie sollte ich hier nicht einfach lang gehen können? Da gehe ich doch raus. Hä? Das Spiel hat es mir eigentlich sogar schon vorgegeben. Mit den Kratzspuren hier auf dem Boden. Ich würde sagen, es ist tatsächlich die Capture Card, die das hier alles ein bisschen verzögert. Das ist ja ein bisschen schwierig. Natürlich hat Kong so einen Keller. Das hier zu steuern. Dann jetzt, was er über den Schatzmeister weiß. Etwas Verdächtiges geht auf den Dächern vor. Unser Moment ist gekommen. Macht euch bereit, Jungs. Die große Auktion ist endlich gekommen. Die Wachen werden beschäftigt sein und somit ist das unsere Gelegenheit, uns endlich mit ihrem Gold zu belohnen. Kommt zu mir aufs Dach und wir beginnen, sofern ihr nicht vorhabt, die Feiglinge mit eingeklemmtem Schwanz wegzulaufen. Komme ich da rüber? Ich glaube, ich gehe wieder hier drin lang, oder? Da komme ich doch schneller zu Kong zurück. Wir sind hier lang. Oh, der Händler ist eine Option für uns. Hallo! Jetzt hallo. Nicht mehr? Komm mit nach oben und sieh dir meine Waren an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Na los. Artefakte aus dem fernen China, nur hier. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben. Wo denn hin? Und über mein Angebot. Ich würde dir folgen, aber ich weiß nicht, wohin. Hallo, hallo. Okay. Komm mit nach oben. Hier. Der kleine Fink hat es wieder geschafft. Damit ist mein Satz endlich vollständig. Ich dachte, es wäre deiner. Jetzt ist er es. Egal. Hör gut zu. Ich trank gerade meinen Nachmittagstee, als ich das Gespräch zweier Damen mithörte. Es ging um eine Bestellung für die Dairatal Mal. Sie fertigten eine wunderschöne Robe für den Schatzmeister an, mit feinen östlichen Stickereien. Halte danach Ausschau. Östliche Kleidung? Danke, Kong. Der Schatzmeister ist wahrscheinlich ein Ausländer aus dem Osten.
So, jetzt gehe ich noch mal zu diesem fremdländischen Händler und hoffe, er zeigt mir jetzt, wo ich hingehen soll. Hallo! 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 Der ist da oben. Komm mit nach oben und sieh dir meine Ware an, Sadiki. So etwas hast du in Bagdad noch nie gesehen. Artefakte aus dem fernen China, nur hier. Sonst nirgends. Nicht so schüchtern. Kommt herbei, geht nach oben und staunt über mein Angebot. Friede sei mit dir. Sagtest du etwas von Artefakten aus China? Ja, Sadiq. Willkommen, willkommen. Hier findest du sicher etwas, das dich interessiert. Steht dir der Sinn nach etwas Außergewöhnlichem? Ich habe Schmuckstücke aus dem fernen Osten im Angebot. Seltene Vasen, feine Teetassen. Aber mein Schatz ist die Haarnadel. Sie ist von einzigartiger Schönheit. Selbst der Schatzmeister hat sich nach ihr erkundigt. Warte, die Haarnadel. Wo ist sie? Sie geht zur Auktion. Wenn du sie ersteigern willst, solltest du besser einen prall gefüllten Geldbeutel mitbringen. Eine Haarnadel aus dem Osten. Das muss die sein, hinter der Kololo für den Schatzmeister her war. Ich muss sie bei der Auktion erwischen. Ja, aber das wussten wir doch die ganze Zeit, dass es um eine Haarnadel geht. Ah ja, gut. Hier drüben ist noch ein Fragezeichen. Der Schatzmeister duldet keine Unpünktlichkeit. Noch einmal, der... Das kann man nicht beschleunigen, Sayyidati. Der Schatzmeister wird nicht zufrieden sein. Und ich ebenso wenig. Das weiß ich. Doch die Erschaffung von Düften ist aufwendig. Wir tun bereits unser Bestes. Euer Bestes reicht nicht. Komm, reden wir woanders. Hier haben die Wände Ohren. Diese Frau erwähnte den Schatzmeister. Ich sollte sie belauschen. Wie du weißt, hat mich... Oh nein, ich bin so doof. Die hat mich als Wand bezeichnet. Ich habe erstmal schön meditiert. Damit wir gleich Nacht haben, oder so. Wo sind sie nicht? Okay, das Ruckeln ist ein bisschen anstrengend. Über die Capture Card hier. Egal. Das Problem ist halt, wenn ich nicht über die Capture Card streame, sondern über die PlayStation Direct, ist halt mein Mikro richtig schlecht, weil es nur über Headset ist. Wenn ich ein gutes Mikro haben möchte, ruckelt es halt, weil es über die Capture Card läuft. Also irgendwie ein Tod, müssen wir sterben. Bisher hast du mir nicht gesagt, was genau uns fehlt. Das Blut. Sayyidati. Das Blut ist ein grundlegender Bestandteil des Dufts. Das macht Kina so besonders. Wir brauchen es. Ich werde mit dem Kalifen sprechen und sehen, was sich machen lässt. Der Schatzmeister wird sich gedulden müssen. Dieser Duft auf den Briefen des Steuereintreibers. Ich dachte, ich rieche Eisen. War das Blut? Diese Frau könnte aus dem inneren Kreis des Kalifen sein. Sie kennt den Schatzmeister. Ich muss sie sprechen. Hallo, ich bin ein Cyborg. Sprich mit mir. Friede sei mit dir, Sayyidati. Friede sei auch mit dir. Ich kam nicht umhin, Sayyidati, euer Gespräch über den Duft mitzuhören. Es ist unhöflich zu lauschen. Doch da du ein Bewunderer bist, vergebe ich dir. Mein Name ist Kabiha, die Frau hinter dem berühmten Kinar. Es hat einen einzigartigen Duft. Rose, Honig, Sandelholz und, wie du wohl gehört hast, ein Quäntchen Blut. Blut?
Das hätte ich mir denken können. Ich hielt es für Eisen. Blut wird durch Eisen hervorgebracht, oder? Aber aufgrund dieses Details ist es schwierig, große Mengen zu besorgen. Etwas so Exklusives ist doch sicherlich bei hohen Würdenträgern beliebt. Ich meine, es in der Nähe des Schatzmeisters gerochen zu haben. Ning trägt tatsächlich Kina. Sie ist von seiner geheimnisvollen Komplexität begeistert, wie so viele. Seltsam. Du erscheinst mir nicht wie jemand, der sich für Duftwasser interessiert. Es ist unklug, jemanden nur nach dem Aussehen zu beurteilen. Wohl wahr. Wie hieß du doch gleich? Basim. Basim. Ich sollte nicht noch mehr deiner Zeit verschwenden. Ich wünsche dir eine wunderbare Dairat al-Mal, Sayyidati. Die läuft wie ein Kerl. Der Schatzmeister ist also eine Frau. Und ihr Name ist Ning. Die Auktion sollte bald beginnen. Und außerdem, wie genau wollte sie mich jetzt anhand meines Äußeren beurteilen? Ich bin eine Maschine. Suchen die hier? Auf geht's. Jetzt gibt's Action. Ich glaube, ich bin voll den Umweg gelaufen. Ich muss mich neben diese Person setzen. Willkommen! Friede sei mit euch! Yassas, ni hao und hallo! Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat al-Mal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter? Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Was für ein Preis eigentlich? Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten. Eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Da, noch ein Dritter. Nummer zwei zieht nach. Was wirst du tun, Dritter? Wie sehr wollt ihr sie haben? Horcht in euer Herz hinein. Hört auf euer Verlangen. Ich habe kein Geld mehr. Verkauft an den Mann dort drüben. Bitte hole deine Ware nach der Auktion bei meinem Mitarbeiter ab. Und weiter geht es. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat al-Mal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Ich werde diesem Mann die Haarnadel abnehmen müssen. Warum nehmen sie so dringend? Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Anmut, wie ein einzelner Strahl. Geht's klauen.
Ich habe eine Verabredung mit der Schatzmeisterin, die bei Seiten. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Eine Brosche. Wo soll ich jetzt hin? Da oben? Wenn ich vielleicht herausfinde, wo sie ihre Robe gekauft hat. Oder diesen wunderschönen Fächer. Da ist er. Dann werde ich mir die Haarnadel. Ich will mir die Haarnadel noch einmal ansehen. Moment, verflucht! Wo ist sie? Diese schöne Haarnadel ist meine. Die Art von ich stelle mir zur Rede. Auf dem Gesicht der Schatzmeister. Erhalte eine Audienz bei der Schatzmeisterin. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, aber wie? Ach so, Erkundungsgebiet. Ich muss jetzt hier wieder Möglichkeiten suchen. Das stehlen war jetzt nicht so schwer.